Dieses Mal wollen wir uns anschauen, wie ein Boxplot in R funktioniert. Und ich habe schon mal unsere Länderdaten geladen, aber zum Erklären, was ein Boxplot überhaupt ist, werde ich mal einen erzeugen mit den Zahlen von 1 bis 9, die ja hier unten eben eine Zahlenreihe bilden. Und ein Boxplot in dieser Hinsicht sieht so aus. Da können wir schon mal verschiedene Elemente eines Boxplots uns anschauen. Wir haben die Box. Das ist eine Darstellung der Quartile, also der mittleren beiden, oder wir haben hier in Daten vier Quartile. Wir werden zu den Details noch bei deskriptiver Statistik kommen. Das ist sozusagen der mittlere Anteil der Daten, durchgezählt von Anfang bis Ende. Das Quartil hier ist von 3 bis 7. In der Mitte haben wir einen Strich, der gibt den Median an, den mittelsten Wert in unserem Datensatz, in diesem Fall 5. Also hier hält sich sozusagen der Hauptteil der Daten auf. Das ist der mittelste Wert vom Ganzen. Und dann haben wir bei einem Boxplot noch die Whisker. Eigentlich heißt das auch Box and Whisker Plot. Diese Whisker zeigen die Punkte an, die sich außerhalb des mittelsten, den maximalen Punkt, der sich außerhalb des mittelsten Bereiches befindet, sofern sich dieser Punkt im Bereich der anderthalbfachen Ausdehnung dieser Box aufhält. Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen theoretisch. Erst einmal, was ist ein Median? Auch das werden wir nochmal detaillierter betrachten. Wie gesagt, es ist der mittelste Wert in der Zahlenreihe, also man zählt sozusagen alle durch, nimmt die Hälfte davon, der mittelste Wert davon ist in diesem Fall 5. Und wenn wir unten mal Mean von 1 bis 9 eingeben, dann ist in diesem Fall auch tatsächlich der Mittelwert 5. Ich überführe das Ganze mal in einen Test. Variable 1 bis 9. Und werde den Boxplot mit dieser Testvariable weiterfüttern. Kommt das gleiche bei raus. Wenn ich jetzt hier allerdings noch ein paar Einsen davor setze, sieht der Boxplot schon ein bisschen anders aus. Der Durchschnitt. Na, komm schon. Ist 3, irgendwas, die Durchschnittsberechnung, also das arithmetische Mittel. Der Median hingegen ist 3. Und wenn ich unsere Testvariable anschaue, wenn wir sie jetzt durchzählen und den mittelsten Wert bestimmen, so werden wir bei 3 landen. Das ist der Unterschied zwischen Median und Mittelwert oder arithmetischem Mittel. Auf jeden Fall wird hier der Median in der Box angezeigt. Und wenn ich jetzt hier noch einen irrsinnig hohen Wert, wie zum Beispiel 25 mit dazu packe und den Boxplot anzeige, dann landet diese 25 hier oben als Ausreißer, da er weiter entfernt ist als das anderthalbfache der Größe der Box. Details, wie gesagt, später in der deskriptiven Statistik. Wichtig, oder man kann sich merken, die Punkte, die außerhalb landen, sind Ausreißer, die sich irgendwie anders verhalten als der größte Teil der Daten. Und das macht so ein Boxplot recht interessant, weil man über eine Variable die Struktur der Daten recht gut bereits sehen kann. Man weiß, wo die Mitte etwa liegt im Sinne des Medians. Man weiß, wo der meiste Teil der Daten liegt. Und man sieht, wenn sich Ausreißer irgendwo nach oben oder unten befinden und kann damit schon mal sehen, wie die Variable strukturiert ist, ob sie in irgendeiner Form eine schiefe Verteilung darstellt. Auch zu diesen Verteilungsformen werden wir später noch kommen. Also sieht relativ uneindrucksvoll aus, vielleicht teilweise ein bisschen schwer verständlich, ist aber ein mächtiges Lichtschwert in den Händen der richtigen Person. Wir benutzen jetzt mal Boxplots, um unsere Länderdaten darzustellen. Nehmen wir mal die Fläche.
dann sehen wir, dass bei unseren Länderflächen drei Ausreißer vorhanden sind, drei Länder, die sich deutlich anders verhalten als der große Rest. Und hier unten ist der große Rest zu sehen mit den Whiskers, die die Extreme angeben, die sich noch innerhalb des anderthalbfachen Abstandes der Box des anderthalbfachen Interquartilabstandes befinden. Wir können also schon mal sehen, dass zum Beispiel diese Datenreihe links schief ist. Wenn wir Boxplot versteht auch die Formelschreibweise. Also ich kann eingeben Fläche als resultierende von Einlieferer. Die Daten sollen aus Länder stammen. Und dann werden die Boxplots nach Einlieferer entsprechend separiert aufgezeichnet. Ich kann das auch durch Kontinent ersetzen. Und dann bekommen wir die Boxplots für die Daten der einzelnen Kontinente wiedergegeben. Wir sehen zum Beispiel, dass Nordamerika, da ist wahrscheinlich nur ein Land dahinter, recht groß ist. Wohingegen Asien im Allgemeinen recht klein ist mit einem Ausreißer, in etwa so klein wie die Länder, die wir aus Europa haben. Gehen wir nochmal zu den Einlieferern zurück. So, wir sehen hier wiederum das Problem, dass nicht alle Daten richtig dargestellt werden. Das hatten wir gesehen, dass wir dort den Plot auch kippen können. Oder wir können den Plot auch kippen. Hier ist allerdings bei Boxplot die Eigenheit, dass man die Option ausschreiben muss, warum auch immer. Horizontal. Normalerweise versteht er ja diese Abkürzung. Und trotzdem sind unsere Namen nicht richtig lesbar. Also Par gleich LAS gleich 2. Und jetzt können wir die Namen zwar lesen, aber sie ragen wieder aus dem Ganzen heraus. Also müssen wir unsere Margin wieder verändern, diesen Rand hier. Und wenn wir jetzt die Darstellung wieder wählen, war das vielleicht etwas zu viel, können wir die Boxen miteinander vergleichen nach den einzelnen Einlieferern. Wir können auch wieder einen Titel eingeben, Main gleich Fläche der Länder nach Einlieferer und das Ganze noch ein bisschen aufhübschen, indem wir den Innenbereich der Boxen grau machen, Col gleich Gray und noch die Achsenbeschriftung vielleicht setzen, Xlab gleich Fläche und Ylab gleich Einlieferer. Und damit sieht das Ganze schon mal ganz nett aus. Allerdings stört uns vielleicht auch gegebenenfalls dieser Einlieferer hier. Die Beschriftung können wir auch so wieder rausnehmen und auf 0 setzen. Das sollte ja klar sein, in dem Fall, wofür diese Variablen hier stehen. Wir können auch, da diese Formelschreibweise hier vorhanden ist, das Ganze noch erweitern, indem wir nach Kontinent und Einlieferer separiert das Ganze darstellen können. Die Lesbarkeit mag dahingestellt sein in dem Fall. Ich gehe hier vielleicht damit noch mal etwas rauf. Aber bei wenigeren Variablen kann das durchaus interessant sein, dass auf die Art und Weise verschiedene Daten nebeneinander, hintereinander gesetzt werden können. Und man so eben einen Überblick da über die Verteilung der Daten bekommt und zum Beispiel hier sehen kann, dass die asiatischen Länder eigentlich größtenteils eher etwas klein sind, mit einem Ausreißer, der das Ganze hier nach oben zieht.
Gut, ich gehe noch mal zu einem Standardplot zurück und da und mache den Rand wieder etwas kleiner, so wie er in R von Haus aus vorgesehen ist. Und nutze das jetzt nochmal, um das hier, diese Art Plot gegenüberzustellen zu dem, den man aus ggplot beherrscht. Ah, nein, vorher noch eine Option, die vielleicht ganz interessant ist, die vielleicht jetzt noch ein bisschen zu weit führt, da wir statistische Tests erst später kennenlernen, aber man kann in der Inbox-Plot direkt einen statistischen Test sich einblenden lassen, der besagt, ob sich die einzelnen Verteilungen, die wir hier sehen, statistisch signifikant voneinander unterscheiden und das Ganze auch noch grafisch darstellen. Das geht mit den Notches, die an dieser Stelle werden vorher die Boxen ja gerade. Und wenn wir Notch gleich true eingeben, dann bekommen wir solche schrägen Bereiche. Und die Aussage dieser schrägen Bereiche ist, sofern diese schrägen Bereiche sich nicht überlappen mit einer anderen Box, unterscheiden sich diese Verteilungen statistisch signifikant voneinander. In diesem Fall sind die drei Verteilungen, für die wir irgendwas aussagen können, da überlappen sich all diese Notches. Das heißt, statistisch signifikant ist hier kein Unterschied festzustellen. Nordamerika, da sieht man kein Notch, aber da das nur ein Datum ist, kann man das auch nicht als statistisch signifikant ansehen, dass da ein Unterschied besteht. Auf jeden Fall ist es eine interessante Option, einen statistischen Test direkt in einem Plot sichtbar zu machen. Und meistens, wenn man mehr Daten hat, sind die Boxen auch besser gefüllt und diese Notches laufen nicht so seltsam hier raus, wie es hier der Fall ist. Den Datensatz da? Ja. Wir können mal einen Standarddatensatz nehmen, Boxplot der Iris-Daten. Das sind Daten von Blumen, von Blüten. Notch gleich T. Und hier sieht man, wie das normalerweise aussieht. Wir haben hier die Notches und die da wir jetzt ganz unterschiedliche Variablen miteinander vergleichen, ist das natürlich nicht sinnvoll. Machen wir das mal anders. Nehmen wir mal die Variable sepal with in Abhängigkeit von der Spezies. So, und damit können wir jetzt anfangen. Wir haben eine Variable, wir haben verschiedene Pflanzenspezies und wir sehen, dass Setosa zum Beispiel eine ganz andere Verteilung dieser Breiten dieser Variable hat als Versicolor. Also man kann sagen, dass diese beiden Spezies sich statistisch signifikant voneinander unterscheiden und hat es gleich im Plot entsprechend dargestellt. Gut, zurück zu unserem Plot und den Notch nehme ich mal raus. Oder machen wir ihn noch einfacher. Der gleiche. Gut. Das Ganze nochmal vergleichen mit der Ausgabe, die uns ggplot liefert, um die Unterschiede nochmal hervorzuheben. Dazu mache ich ein zweites Fenster auf, lasse es mir wieder im Hintergrund verschwinden und mache ein lade die Bibliothek ggplot, plot 2, um genau zu sein, und plotte unsere Daten wieder. Mit ggplot erst einmal den Plot vorbereiten, wollen Daten aus Länder plotten und die Aesthetics sollen sein x Kontinent, y Fläche. Diese Plotbasis nehmen wir wieder als Grundlage und machen einen Boxplot darüber. Box Plot
zeigen uns den entstandenen Plot an. Ups. Nicht GeomPlot, GeomBox. Plot. So. Und das ist die Ausgabe des gleichen Datums, wie sie in ggplot erscheint. Durchaus ansprechender. Hier allerdings noch mit dem Standardthema, das sich für Präsentationen gut eignet, mit dem grauen Hintergrund, aber vielleicht gegebenenfalls nicht so gut für Präsentationen. Um das zu ändern, nehme ich den ganzen Bereich hier mal. Und in ggplot kann man unterschiedliche Themen benutzen, also Themes wie für andere Grafiken oder als andere für andere mit anderen Vorlagen, das auch in anderen Programmen möglich ist. Also Theme BW ist einfach eine Vorlage für Schwarz-Weiß-Plot. Das Ergebnis sieht dann so aus. Und das ist eine Grafik, mit der man, denke ich, ganz gut auch in einer Publikation etwas anfangen kann. So, relativ kurz zum Boxplot, da verschiedene Geschichten hiervon erst klar werden, wenn wir statistische Tests und Verteilungen haben. Aber auf jeden Fall sei erst einmal an dieser Stelle schon gesagt, dass Boxplots sehr mächtig sind und mit denen sehr gut verschiedene Verteilungen visualisieren kann.